Es ist der 23.03.2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund hört, ist es heute wieder eine Vorortfolge. Wir sind nämlich auf der Subscribe 10 in Köln. Und wir stehen an unserem Sendegartenpult, unserem mobilen Pult und versuchen ein bisschen Stimmung zu verbreiten, nach Hause quasi zu bringen von dem, was wir hier so erleben. Mit mir am Pult steht Lars. Hallo Lars. Ja, schönen guten Abend allerseits. Wir haben uns den ganzen Tag fast gar nicht gesehen, ne? Du bist ja irgendwie dauernd unterwegs. War ja auch was heute. Ah ja, auch da müssen wir gleich mal drüber reden, genau. Ja, ja, okay. Und auf der anderen Seite steht der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Lars. Haben Sie auch nicht viel mehr gesehen, ne? Schwer, ja. Dieses Foyer ist unglaublich groß, unendliche Weiten. Ja, und wir sind immer woanders. Wir sind immer woanders, genau. In unserer Runde begrüße ich ganz herzlich die Claudia. Hallo Claudia, Zotzmann-Koch, muss ich dazu sagen. Bei Twitter bekannt unter... Jinxproof. Was? Jinxproof. J-I-N-X-X-P-R-O-O-F. Ja, das ist ja so unaussprechbar. Jinx, genau. Da hatte ich schon beim Vorlesen des Terminplans ein bisschen Schwierigkeiten. Und zu uns gekommen auch aus dem Orga-Team. Also Claudia gehört zum Orga-Team, deswegen kriegen wir hier Info aus erster Hand. Zu uns gekommen aus dem Orga-Team ist auch der Klaas. Warte mal, ich habe mir deinen Namen notiert. Rese, genau. Richtig? Ja. Hallo Klaas. Hallo. Was machst du hier? Warum machst du das hier, was du tust? Ja, also ursprünglich bin ich irgendwann mal zur Subscribe gefahren, weil ich Podcast gehört und gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann beim Deutschlandfunk in der Sportredaktion angefahren, war sozusagen in einer Doppelrolle und habe dann leichtsinnigerweise zu Tim und Co. gesagt, also Tim Pritloff und Ralf Stockmann und Claudia, kommt doch mal in den Westen, kommt doch mal in den Deutschlandfunk. Und ja, anderthalb Jahre später sind sie dann hier. Und ich hoffe, es gefällt allen, die hier sind. Ich denke mal, dass der Deutschlandfunk einen ganz guten Ort dafür bildet, sich zu treffen. Du hast zwar gesagt, das Foyer ist sehr groß. Andererseits haben wir hier alles schön auf einer Etage, viele Workshop-Räume und alle tauschen sich zum Thema Audio aus. Ich habe persönlich einfach schon sehr viel gelernt, viel mitgenommen und deshalb bin ich hier, weil ich was mitnehmen wollte zum Thema Audio. Du bist ein professioneller Radiomensch. Kein Hobby-Podcaster, so wie die anderen, die hier rum, oder einige andere, die hier rum. Ja, ich bin beides sozusagen. Man hat ja irgendwann mal so angefangen, also ganz ursprünglich habe ich mal beim Hochschulradio angefangen. Aha. Eine völlig unterschätzte Instanz im Audiobereich. Ganz viele Radiomacher sind ausgebildete Hörfunker durch Hochschulradios in allen möglichen Städten. In Köln, bei Köln Campus. Ja, und dann habe ich irgendwann einen eigenen Podcast gemacht, der heißt Colinas Erben, ein Schiedsrichter-Podcast zum Thema Schiedsrichter im Fußball. Du Fußballregeln. Bist das. Ach, ich bin du das. Ahnst es nicht. Oh, im Tal der Ahnungslosen gelandet. Um Gottes Willi. Ja, okay. Genau. Oh, natürlich, jetzt weiß ich. Ah, tausendmal schon gelesen den Namen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, ja. Eine Blamage. Nein, alles gut. Ja. Und ja, dann irgendwann kam dann noch das Stellenangebot hier im Deutschlandfunk in der Sportredaktion zu arbeiten und kann das im Moment ganz gut verbinden, sowohl das professionelle Arbeiten im Radio als auch das Podcasten, wobei das Podcasten leider ein bisschen zu kurz kam in letzter Zeit, aber Alex und ich treffen uns dann und hauen dann halt jetzt auch mal so 6-Stunden-Folgen raus, wenn dann halt richtig. Sportlich, sportlich. Aber passt ja dann auch zu dem Schiedsrichter-Podcast, ja. Genau. Du hast gesagt, du hast den Weg zu Tim und Claudia Krell in dem Fall, also genau. der soll man sagen, der Ursprungsfamilie zu Subscribe sozusagen gemeint. Wie hast du es denn in die andere Richtung kommuniziert, also zum DLF hin? Ja, ich war dann bei der letzten Subscribe in München beim Bayerischen Rundfunk, kam wieder und habe dann gesagt, du, ich habe da vorgeschlagen, dass sie doch mal zu uns kommen könnten. Mhm. Und dann habe ich zum Glück eine sehr gute Chefin in der Sportredaktion, Astrid Ravol, die gesagt hat, finde ich super, mach das. Wir gehen direkt zur Programmdirektion und die Programmdirektion hat gesagt, Podcasts, das ist ja genau unsere Baustelle, lass uns das angehen und haben dann auch gesagt, machen wir. Und dann ist natürlich der große Vorteil, man kann dann einfach sagen, so die sagen dann, so was müssen wir denn machen? Und ich konnte sagen, ja, eigentlich nicht viel, weil es gibt ein super Orgasystem irgendwie, was gesagt hat, wir kümmern uns um ganz, ganz viel. Und dann ist es halt einfacher.
dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die so organisiert werden müssen in so einem Haus, aber da gibt es auch gute Leute hier, die sich darum gekümmert haben und den Rest machen ja die ehrenamtlichen Leute hier. Ich fand es ganz spannend, das jetzt in den letzten Monaten zu beobachten. Gibt ganz viele Ideen und man denkt sich so, oh Gott, jetzt das noch und das noch und das noch. Mhm. Und dann irgendwie den Donnerstag vor der Veranstaltung geht so langsam los und Freitag dann so richtig. Fügt sich alles zueinander. Total spannend, dass Leute, die aus der ganzen Republik kommen, sich eigentlich nur über Skype und Slack unterhalten irgendwie. Dass es dann so funktioniert, ist eine ganz fantastische Sache und macht die Subscribe, glaube ich, auch so gut und einmalig. Ist das nur mein Eindruck oder prallen hier schon so ein bisschen zwei Welten aufeinander? So eher diese, sagen wir mal, behördliche Anstaltsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und diese ja eher chaotische und selbstbestimmte Truppe. Also als ich gestern ankam mit meinen Technikkisten und wollte mal locker am Pförtner vorbei, weil ich ja ungefähr ahnte, wo ich hin will, so hat er mich erstmal zurückgepfiffen. Was haben Sie da drin? Ja, hier Technik. Ja, Moment, da muss ich erstmal anrufen. Dann hat er irgendjemanden angerufen, hier den Manfred vom Haus, und dann hat Manfred guckte, ja, ist okay, ist hier. Aber ich, also, es war klar, geht nicht. Ne? Und gestern wollten wir irgendwie eine Flasche Wasser holen. Wir haben ja eine Flasche Wasser, oder wir bekommen ja Getränke hier im Preisdreh. Da waren wir 10 Minuten zu früh. Mhm. In 10 Minuten hätten wir Wasser bekommen, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das war sehr streng. So, das ist ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir mal. Ja, ich meine. Empfindet der DLF das auch? Also, da kommen jetzt irgendwie Outlaws oder so. Ne, ich hab schon Kollegen gehabt, jetzt gestern spät abends noch in der Redaktion, die gesagt, ich habe da mal runtergeguckt. Da sind ja ganz andere Leute als sonst hier im Haus. Und ich sagte, ja, ist doch gut. Ne? Gibt ja mal dann auch mal die Möglichkeit zum Austausch. Das, was du natürlich erlebt hast, das sind so Beispiele dann auch dafür. Das ist halt ein öffentliches Gebäude, öffentlich-rechtliches Gebäude. Da gibt gerade der Servierwagen an uns vorbei, das war das Geräusch. Ne? Bringen das Abendessen gerade, ja. Ne? Wo man dann einfach sagen muss, Fanboys, ja. Kommen. Ja. Die guten Eintracht Frankfurt-Fans. Die, naja, und hier gibt's halt, hier gab es halt auch mal so die Probleme, dass halt irgendwelche Demonstranten vor dem Haus auf einmal auftauchten und hier rein wollten. Und dann gibt es halt bestimmte Regelungen, wo dann halt gesagt werden muss, das funktioniert nicht so. Wir haben halt oft total viel Security. Da war ich ja selber auch nicht drauf eingestellt, dass bei so einer Veranstaltung so viele Securities, was ja Kosten auch mit sich führt und so. Aber das gehört dann irgendwie dazu. Und wenn du dann dein Wasser nicht kriegst, dann liegt das halt dann auch wieder, dass irgendwelche Leute Anweisungen kriegen. Das sind so die Sachen im Kleinen. Ich glaube, was ist viel spannender. Ja, ne? Nein, also ist es ja nur so. Ne? Nein, wir kriegen ja alles hin. Ne? Ja. Das ist ja das Schönste an der ganzen Nummer. Ich glaube, was halt besonders ist, ist ja, der Deutschlandfunk mit seinen 3 Radioprogrammen macht halt lineares Radio, macht das auch schon ziemlich lange. Mhm. Und da gibt es halt bestimmte Regeln, die sich so eingebürgert haben. Ne? Sendungen haben 1 Stunde, Nachrichten haben 5 Minuten. Mhm. Und wenn du halt da drin stehst, dann musst du bestimmte Sachen so und so machen. Beiträge werden so gebaut. Ihr kennt das ja. Mhm. Und die freie Podcast-Szene vor allen Dingen, aber halt auch mittlerweile ja auch in anderen Bereichen, die ja auch dafür Geld ausgeben, haben halt erkannt, dass der Podcast einen großen Vorteil hat, der manchmal auch ein Nachteil ist, wenn zu viel gelabert wird, wie jetzt in meinem Fall. Nein, aber nee, also dass man halt bestimmte Themen dann einfach länger aussprechen kann. Und wir haben aber eine Schnittstelle, wir machen beide Audio. So. Ja, genau. Und da versucht der Deutschlandfunk ja mittlerweile auch mit eigenen Podcasts, also ich habe jetzt hier im Haus auch einen Podcast gemacht, den Radfunk, wo ich dann auch gemerkt habe, die finden das eigentlich ganz gut, aber auf der anderen Seite fragen sie auch immer so, was macht ihr da eigentlich genau und wer hört das eigentlich? Ja. Und es ist halt der Hörer, das unbekannte Wesen. Das ist im Radiobereich schon so, was wir im Podcast nicht so kennen. Wir haben ja viel engeren Austausch mit Hörerinnen und Hörern. Und ja, da gibt es halt viel, was ausgehandelt werden muss, wo ihr ja auch hier hoch in die Studios vielleicht kommt und denkt, so viel Equipment braucht doch kein Mensch. Wir haben doch hier so ein kleines Mischpult und dann läuft das doch auch man schön. Man braucht doch noch nicht mal so ein Mischpult. Das ist ja auch nur für Show hier. Ja, aber das sind halt auch gewachsene Strukturen. Also als ich hier noch ankam, da gab es ja halt auch noch Studios, wo noch alte Technik drin war. Die war noch viel größer. Deswegen sind die Studios halt so groß, ja, wegen der weil die Technikführer einfach viel mehr Platz gebraucht haben. Ja. Und hat natürlich Vorteile. Ne? Wir haben hier hydraulische Tische und Mikrofone, die abgestimmt sind auf einen tollen Klang. Wir haben hier einen schönen Musiksaal, wo man tolle Aufnahmen machen kann. Hat ja viele Vorteile, manchmal ist ein bisschen drüber. Und es sind schon zwei Welten, die aufeinander stoßen, aber ich finde es cool, dass viel voneinander gelernt werden kann. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel guckst auf dlf.de, die Abonnierfunktion für den Podcast, die ist erwachsen aus dem Podlove-Projekt. Ja, da hat der Tim, glaube ich, hier mal auch so an so Workshops, internen Workshops teilgenommen und hat dann die Idee, glaube ich, hier so reingebracht irgendwie. Ne? Ja, und da gibt es bestimmt ganz viel mehr, was man lernen kann. Und da sind so eine Veranstaltung wie hier natürlich toll, wo es den direkten Austausch gibt. Gibt es schon so ein erstes
Fazit hinter den Kulissen, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das machen wir aber nie wieder. Oder, nee, ist ganz witzig, das sind irgendwie coole Leute, die können sich auch halbwegs benehmen. Vielleicht ist die eine oder andere Flasche dann doch in den Kammermusiksaal gewandert, wo sie nicht hingehörte, weil das einfach noch nicht richtig in den Köpfen drin war. Gibt es schon so eine erste Wasserstandsmeldung so oder ist das noch zu früh? Das Feedback ist aus dem Haus raus, also alle, die hier arbeiten jetzt vor allen Dingen, ne, also in der Organisation und so, die sind alle sehr begeistert davon, ne, weil es ein Publikum ist, was natürlich, dann denkt man halt einer nicht dran und will mit der Flasche rein, aber wenn man dem dann sagt, nee, hier nicht, dann gibt es auch kein Problem. Also ich finde ja, das zeichnet Podcasterinnen und Podcaster irgendwie auch aus, dass eigentlich alles nette Menschen sind. Also die, ich kenne irgendwie ganz wenig, die wirklich völlig rausfallen. Ja. Das, irgendwie zieht das bisher nur Leute an, die gut miteinander können, die auch gerne was erklären, die gerne was erklärt bekommen, die miteinander so zusammenkommen. Und das spiegelt diese Veranstaltung, glaube ich, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier wieder. Von daher, also das merken sie halt auch, dass das dieses Selbstorganisierte halt auch, das kennt's. Yeah. Das ist für so ein Haus, ist das was Besonderes, dass hier Leute ankommen und dann gibt es 5 Leute, die kümmern sich um Film und die anderen kümmern sich um Schilder aufhängen und dass das halt so funktioniert. Yeah. Ne? Da sind wir hier Behörde, wenn du so eine Veranstaltung selber machen würdest, das würde ganz anders ablaufen. Mhm. Also das kennt ja jeder auch irgendwie aus anderen Kontexten. So. Aber bisher das Feedback, was ich so hatte, auch die Leute, die jetzt bei den Führungen mitgegangen sind, ne? Ich habe ja gehört, du hast heute Morgen die Kollegen dann auch mit technischen Fragen gelöchert. Das fanden die gut. Die sagten zwar, du, manchmal konnte ich nicht alles beantworten, aber ja, die waren interessiert und haben das sehr gerne gemacht alle. Frau Soff wurde von Herrn Roth, Sebastian Roth, begleitet, weil es war so ein bisschen die Überlegung im Vorfeld. Frau Soff ist seit 10 Jahren hier die Gästeführerin, die führt also regelmäßig Gruppen durchs Haus und war sehr streng auch, also bleiben Sie bloß zusammen, keine Fotos und ich weiß nicht was. Und Herr Roth dann so, ja, aber was ich schon alles erlebt habe, ich habe die Leute schon wer weiß wo wiedergefunden. Das war sehr, sehr witzig und sehr sympathisch, aber er ist dann mitgegangen, weil er schon gedacht hat, naja, das sind doch irgendwie andere Mäuse als sonst so und ich gehe mal lieber mit und vielleicht haben wir... Ich habe ihn natürlich vorgewarnt. Ja, genau. Ich wusste ja, wer hier kommt. Ja. Ne, und habe mir gedacht, dann lass sie da nicht im Regen stehen, sondern wir versuchen da Techniker mitzuschicken. Ja. Und wie ich gehört habe, konnten ja viele Fragen beantwortet werden. Das ist ja ganz schön. Ja, Lars war auch dabei. Genau. Erzähl doch mal, wie du es wahrgenommen hast. Ja, wir haben also heute... Kommt schon wieder ein Servierwagen. Hier ist die Servierwagen-Rallye gerade. Also ja. Wir haben heute Morgen hier angefangen. Es gab also im Sendegate ja ein paar Listen mit unterschiedlichen Slots, wo man sich für Führungen eintragen konnte. Und hier gibt es dann auch einen Stehtisch, wo man noch zusätzlich kurzfristig hier noch Gruppen bilden konnten. Und ja, dann ging das heute Morgen los. Und wir waren dann zuerst im Kammermusiksaal, konnten wir nicht rein. Da fing gerade das Programm an. Genau. Aber wir waren dann in... Studios, wo also zum Beispiel Features und Hörspielproduktionen stattfinden, beziehungsweise stattgefunden haben, mit ganz unterschiedlichen akustischen Eigenschaften. Der eine Raum, der war so ein bisschen natürlicher und der andere, der war wirklich sehr, sehr trocken. Mhm. Da fühlte ich mich erinnert an die Führung bei Sennheiser, die wir da mal hatten, wo wir in diesem schalltoten Raum waren, wo man das Gefühl hatte, man hat Druck auf den Raum. Da warst du. Ich wollte gerade sagen, bei Sennheiser war ich nicht, aber ja, ich hatte im Sendegarten davon erzählt. Ja, ja, mit der Schnecke auch. Ne? Hatten die so eine Schnecke auch? Das war das beim Westdeutschen Rundfunk, kann auch sein. Das war wohl was anderes. Ja, ja. Aber dieses Gefühl von Druck auf den Ohren in dem schalltoten Raum, von dem ich erzählt hatte, das hatte ich hier eben auch wieder. Ist natürlich nur ein Gefühl, man ist es nicht gewöhnt. Mhm. Ja, und dann haben wir eben so verschiedene Sachen erlebt oder ausprobiert. Es gibt in dem einen Studio zum Beispiel eine Treppe aus unterschiedlichen Materialien, wo also zum Beispiel für Hörspielproduktionen oder Features Dinge simuliert werden, wie zum Beispiel eine Metalltreppe, eine Betontreppe, eine Holztreppe. Und auch wenn viele, viele, viele Sachen inzwischen aus digitalen Soundarchiven kommen und dorthin hinzugefügt werden, die Zahl war über 30.000 war gefallen, wird diese Treppe teilweise eben noch benutzt, weil du den körperlichen Eindruck von dieser Sprecher, diese Sprecherin geht jetzt eine Treppe hoch, eben noch simulierst, dann braucht dieser Mensch eben nicht jetzt vor dem Mikrofon zu schauspielern, sondern geht wirklich eine Treppe hoch. Das heißt, dafür hat das Ganze immer noch einen Nutzen. Und in dem schalltoten Raum gab es dann eben auch noch verschiedene Möglichkeiten für Geräusche, zum Beispiel Simulieren von Schnee, Simulieren von Kies. Wobei, das war gar nicht so simuliert, man lief wirklich durch Kies. Simulieren von Brandung hatten wir noch gesehen. Genau, und, mit der Dachpappe. Genau, ja. Mit der Dachpappe über den Fußboden und eben Laub, Laufen durch Laub und so wurde uns dort gezeigt.
Und ja, es ist, da standen schöne alte Tische und ich habe also noch was gelernt von wegen einer Reflexion über die Tischfläche, dass man also tatsächlich noch einen zweiten Signalweg über die Tischplatte hat als Reflexion. Ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt, dass es aber so relevant ist, dass die Klangfarbe der Stimme verändert. Das fand ich das Interessante. Es ging nicht um Echo oder nee, so, sondern darum, dass deine Stimme dann tatsächlich ein bisschen anders klingt. Ja, und die Frage ist leider noch offen geblieben, aber ich nehme mal an, dass man eben Auslöschungserscheinungen hat durch die Wellen, dadurch, dass Auslöschungen stattfinden, sich deswegen die Klangfarbe verändert. Aber die Frage konnte ich nicht mehr stellen. Da waren wir dann schon durch. Ja. Aber ja gut, und dann waren wir oben noch in dem Regieraum, wo natürlich dann das Technikerherz dann so ein bisschen durchaus ein bisschen höher schlagen durfte, weil es ein großes Pult war mit digital und so. Wo aber dann digital hin, digital her schon die Rede davon war, das wird also in absehbarer Zeit wohl auch nochmal wieder ausgetauscht werden. Und da dachte ich, bevor ihr es wegschmeißt, ruft mich an. Also es ist so viele Knöpfe. Hast du deine Adresse da gelassen? Muss ich noch machen. Also, das war sehr, sehr schön. Und dann sind wir noch weiter getapert in einen Bereich für die Nachrichten, wo wir, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich gerade die die 11 Uhr Nachrichten mitbekommen haben. Und ja, konnten dann die Sprecherin auch sehen, wo ich dann gedacht habe, die konnte ja uns ja auch sehen. Und dann so konzentriert da die Nachrichten sprach. Ja, und dann steht da plötzlich voll die Gruppe hinter dem Fenster. Und ich dachte, oh Gott, das würde mich wahrscheinlich jetzt erstmal eher ein bisschen irritiert haben, aber man hat es in den Nachrichten wohl nicht gehört, dass wir da waren. Die sind das ja gewohnt, passiert immer mal wieder. Ja. Es gibt eine schöne kurze Geschichte, die ich dazu erzählen möchte. Oh, ja. Es gibt eine Aktion, wo ein Nachrichtensprecher da gelesen hat und dann ist ihm eine Platte von der Decke auf den Kopf gefallen. Und er hat aber einfach weitergelesen. Ja, die ist bei radiopan.de zu hören, genau, die Aufnahme. Ne? Man hört die Aufnahme so, aber wo ich dann so gedacht habe, ein normaler Mensch wird wahrscheinlich sagen, gut, ich mach mal Pause, aber als Nachrichtensprecher muss ich halt weitermachen. Ne? Aber wir haben ja erfahren, dass das trainierte Leute sind. Also man darf nicht jeder darf da an das Mikrofon ran, sondern man muss ein entsprechendes Sprechtraining absolviert haben, ja, dass das eben auch so klingt, wie der Deutschlandfunk klingen möchte. Ja, und die Sprecherinnen und Sprecher machen auch nur das. Die schreiben die Nachrichten nicht selber, sondern lesen sie nur vor. Das ist ihr einziger Job, so wie ich das verstanden habe. Ja, es gibt teilweise machen die auch noch ein bisschen mehr, aber wenn sie halt in dem Moment da sind, in dieser Funktion, dann machen sie nur das. Mhm. Ne? Also konzentrieren sich darauf. Ja. Wir haben vorhin gerätselt, wenn da mal ein Tippfehler drin ist, also wenn da statt Retter Wetter steht oder so, oder irgendwie sowas, dürfte denn die Sprecherin, der Sprecher das dann sinngemäß korrigieren oder müsste man dann den Tippfehler lesen? Gibt es da irgendwie eine Regel? Also ich kenne jetzt nicht die exakten Regularien der Sprecher, muss ich zugeben, aber wenn da was inhaltlich falsch ist und dem Sprecher fällt es auf, dann wird er das ändern. Das darf er dann doch. Ja, also die sind ja auch, die wissen ja auch, was sie da vorlesen. Also ja, das ist ja schon so, aber es ist halt dann schon auch manchmal spannend, geht die Tür, also ich bin dann, wenn ich meine Sportsendung moderiere, bin ich halt nebenan. Und dann siehst du manchmal, die Tür geht auf und was passiert da? Da werden noch die Nachrichten gerade gesprochen und dann wird dann noch ein Zettel reingereicht und die eine Nachricht geht dann halt weg. Und ich finde halt auch, das ist schon eine Kunst ja auch, ne, wenn man sagt im Podcast, wir können ja reden, wie wir wollen jetzt, aber es auf den Punkt zu treffen, also dass das auch immer die exakten Zeitmaße ja, hat. Sowieso, ne? Absolut. Egal wie viele Meldungen die dann auch so haben, ist schon eine große Kunst und die lassen sich halt auch durch nichts aus der Ruhe bringen und haben halt auch, die können halt besser sprechen als wir. Ja. Das ist halt so. Also in dem Job, also nicht besser sprechen, sondern für diesen Job sind sie schon einfach richtig gut. Ja, das Handwerk haben sie auf jeden Fall mal im Griff, während wir eher so Amateur haben. Mundwerk. Das Mundwerk. Ah, das ist gut. Das Mundwerk. Was haben wir gelernt? 900 Zeichen sind eine Minute. 900 Zeichen sind eine Minute und das wird laut, wir hatten also noch so ein... Manfred Kläuber war das? Wir hatten noch einen Raum besucht, wo also gerade eine Sendung, du weißt welches Computer war. Computer und Kommunikation. Ja, die wurde dort gerade geschnitten. Und dort wurde uns eben gesagt, dass die Spreche im Prinzip so präzise ist, dass man ziemlich genau davon ausgehen kann, dass 900 Zeichen eine Minute dauern. Und, Wahnsinn, ne? Ja. Das ist irgendwie 900 Zeichen mit oder ohne Leerzeichen? Mit. Mit, okay, danke. Ah, okay, das ist interessant. Ja, hätte ich jetzt auch nicht. Gute Frage, genau. Die Stimme, die sich ja gerade eingemischt hat. nehmen wir gleich mal diesen Ball auf, sozusagen, den du vom Sportpodcast übernommen hast. Das war die Claudia.
Leute, du bist Erstteilnehmerin der Subscribe und hast dich sofort in die Eure gestürzt. Das ist eine ziemlich steile Wurde. Karriere. Wurde, soll ich Karriere sagen oder nennen wir es anders? Belastungsabfolge. Ja, nicht schnell genug Nein gesagt, würde ich sagen. Ne? Okay, das ist gefährlich gelegentlich. Ja, immer wieder, ja. Das ergab sich daraus, dass der Tim Pritlove und der Linus Neumann, die waren in Wien bei der Privacy Week und haben da eine Live-LNP gemacht. Und Logbuch Netzpolitik. Genau. Ne? Ja, wollen wir eben aufklären. Und die Privacy Week in Wien, die organisiere ich ja jetzt schon seit 2016 mit. Und während wir dann halt dort waren, hat mich der Tim angesprochen mit, sag mal, könntest du dir eigentlich vorstellen, vielleicht die nächste Subscribe mit zu organisieren? Ich dachte so, naja gut, es ist jetzt Oktober, das ist noch lange hin. Das wird sicher nicht passieren. Und am Kongress kam er dann nochmal. Und du mit der positiven Orga-Erfahrung von der Privacy Week, ja, das hat hier funktioniert, dann kriegen wir das andere auch gewuppt, oder? Ja gut, also Privacy Week ist ja ein Chaos-Event. Also so wie der Kongress halt auch. Das heißt, wir haben das, was wir hier gerade vorher eben auch als Thema hatten, ganz viele freiwillige Helfer, ganz viele ehrenamtliche Dinge tun, ganz viel Chaos, das sich dann selber organisiert. Und erfahrungsgemäß ist ja das Chaos besser organisiert als all der Rest. Und das funktioniert dann halt auch, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt gerade mal 5 Helfer an Stelle X und das ja, organisiert sich dann halt sehr natürlich und Dinge passieren und Menschen tun was und ja, das funktioniert hier mittlerweile auch so mittel. Aha. Nein, also schon besser als irgendwelche Mainstream-Veranstaltungen, wo man halt bezahlte Leute hat, die dann genau das machen, was ihnen aufgetragen ist, dann machen sie die Autotür zu und fahren wieder weg. Ja. Mhm. Getränke nur ab 19.45 Uhr und nicht eine Beispiel, Minute eher, ja, genau. Genau, nein, aber was man halt hier teilweise merkt, also das ist auch ganz klar, wir sind komplett neues Orga-Team, abgesehen vom Tim. Der Tim ist allerdings halt eben durch Umzug und so weiter ein bisschen weniger präsent. Hm. Der Ralf Stockmann und die Claudia, die sind halt aufgrund von Familie und Nachwuchs und so weiter halt dieses Jahr sehr rausgefallen. Also der Ralf war immer noch für uns als Ansprechpartner da und hat uns verraten, was so die anderen Jahre war. Und ansonsten ist das ein komplett neues Orga-Team. Dazu kommt halt die neue Location und die Teilnehmerzahl hat sich verdoppelt. Das oder mehr, ne? Das hat 2,5-fach oder sowas. Also sowas. Was haben wir denn jetzt aktuell auf dem Zettel? 300? 300 ein bisschen. Also 300 Tickets haben wir verkauft plus ja. Halt so eine Handvoll zusätzliche Dinge. Ja. Dafür ist es, also ich hatte irgendwie das Gefühl, also die Erwartung war, dass es noch mehr irgendwie überlaufen ist, noch praller irgendwie. Das verteilt sich ganz gut hier in eurem kleinen Foyer. Ja, was? Ich habe dich angespuckt. Och. Also mit dem Wort klein habe ich gespuckt. KL. Also war nicht so schlimm, gut. Ich finde es halt gut, dass die Räume, die wir jetzt ja hier als so Workshop- und Konferenzräume irgendwie haben, die stehen natürlich hier so unter der Woche auch oft einfach mal leer. Mhm. Ne? Und wir nutzen sie jetzt einfach mal komplett aus. Bis zum Anschlag, ja, genau. Ne? Das ist halt auch gut. Ne? Gibt so unterschiedliche Größen auch. Mhm. Die sind auch eigentlich vom technischen Equipment ganz gut ausgestattet und ich denke, das passt alles ganz gut. Also es hat sich bisher keiner beschwert, dass es nicht gepasst hat. Ein paar Workshops waren richtig voll, sah dann auch, fand ich, ganz gut aus. Das zeigt auch, dass das Programm ganz gut ausgewählt wurde. Und ja, das hat die Daniela gut gemacht. Ja. Genau, da Daniela Ishorst, sprichst du an, ne? Genau. Kunst und Horst Podcast, ja. Genau, die hat den Hut auf beim Themenbereich Programmgestaltung. Aha. Ja, also die hat das schon ganz heldenhaft gemacht. Meinte auch, das wäre für sie das erste Mal, dass sie halt ein Event dieser Art und dieser Größe halt mit organisiert. Und ja, hat es aber super auf Reihe gekriegt. Ja, fein. Ja. Ich habe gerade etwas unterschlagen, weil ich gesagt habe, du bist Erstteilnehmerin hier und gleich in die Orga gegangen. Du bist ja auch noch Vortragende obendrein. Du hast ja auch noch vorgetragen hier. Wie war denn dieses Erlebnis? Das ist erst morgen. Wie komme ich denn drauf, dass das heute ist? Ich glaube, ich bin heute. Alles gut. Nee, das kommt dann morgen und das ist so dieses The Topic That Must Not Be Named, weil niemand über Datenschutz sprechen mag. Okay. Und das will ja auch immer keiner hören, weil am Ende muss man vielleicht noch irgendwie über sein eigenes Verhalten gegenüber Medien und so weiter nachdenken. Ja. Ja. Gibt es Konsequenzen für einen selber? Nein, das geht natürlich nicht. Ja, nein, also es geht letztendlich um dieses, was ist eigentlich DSGVO-konform? Ja, was heißt das eigentlich, wenn da so ein Häkchen drunter ist? Und was ist dann halt in der Praxis tatsächlich dahinter? Ja, und
bin jetzt mal sehr gespannt, wie viele Leute tatsächlich da sein werden, ja. Weil ich bin tatsächlich im großen Saal, ja, so 300 Plätze, die dort zur Verfügung stünden. Momentan gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich 10 Leute da sitzen werden. Aber alles aber Multiplikatoren, die erzählen das dann den nächsten 10 weiter im Schneeballsystem. Ja, natürlich. Ja, schauen wir mal. Also bin gespannt, wie das dann wird. Okay, wo ich mich aber nicht vertue, ist, dass der Sebastian heute vorgetragen hat. Genau. Ach, Gott sei Dank. Was hast du vorgetragen? Ich vermute mal ein Thema, was wir gut kennen. Ja, Studio Link, genau. So. Und wie war der Saal voll? Wie war die Resonanz? Dadurch, dass, also vormittags ist es ja so gesplittet, dass nur der Vortragssaal, also der Konzertsaal genutzt wird und nachmittags teilt sich das ja noch mit den Workshops auf und es war dann ja auch noch zufälligerweise parallel die große Demo. Dementsprechend, aber trotzdem waren sicherlich so ein Drittel gefüllt, also ich würde jetzt schon sagen so. Ja, das ist ja, aber. Also so 100 Leute so. Ja, vielleicht irgendwo zwischen 50 und 100 Leute würde ich schätzen, ja. Und die Neuigkeiten aus dem Workshop haben sich ja sehr gut verbreitet. Auch die Leute, die nicht da waren, haben es, glaube ich, alle mitgekriegt. Ja, doch, dann, das geht dann sag doch mal, was du mitbekommen hast und dann sagt sie das dann hinterher, ob es richtig war. Ne, die Hauptneuigkeit, die ich jetzt so mitbekommen habe, war, dass Sebastian für seine Arbeit endlich Geld nehmen will. Was ja eigentlich, gab viel Applaus dafür. Er hat ja so ein bisschen beschämt irgendwie vorgetragen, ich tue mir fast leid. Aber ich glaube, ganz viele atmen auf, dass für diese gute Arbeit für Studio Link jetzt endlich mal bezahlt werden kann. Ja. Nutzen so viele Leute und dann kann man da auch einfach mal was für nehmen. Das ist das Selbstbewusstsein kannst du jetzt langsam haben. Ja, das war weniger so mein Thema. Mein Thema war so ein bisschen dahinter. Mir ist halt in den letzten Wochen und auch Monaten sehr häufig aufgefallen, auch auf Twitter, dass so die Empfehlung rundging, nimm Studio Link, das ist kostenlos. Also es wurde immer gleich in dem einen Satz mit erwähnt, ohne dazu zu schreiben, da kommt eigentlich noch was ich zwar immer auf den Events gesagt habe, also es war jetzt keine, für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, dann keine super Überraschung, aber ich hatte schon so das Gefühl, da könnte sich so ein bisschen mittlerweile was verfestigt haben, was ich vielleicht nicht mehr einfangen kann und was mir dann entgegenschlägt. Also wahrscheinlich nicht hier auf der Konferenz, aber dann vielleicht in Social Media oder so. Deswegen war ich da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger tatsächlich, ja. Und habe jetzt auch den Zeitraum etwas länger angekündigt. Also der 1. August ist es dann jetzt, sodass alle sich so ein bisschen mit den Gedanken anfreunden können. Ja, und das ja auch immer noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Also genau. Wird ja da keiner geschröpft. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, was dein Modell ist? Damit wir also ganz kurz für diejenigen, die Uberspace kennen, das ist quasi im Prinzip das Finanzierungsmodell. Was ist es jetzt bei mir? Das ist halt, du kannst ein Guthaben aufladen und selber entscheiden, was monatlich dir der Dienst wert ist. 5 € bis 10 € im Monat sind so eigentlich so der kostendeckende Betrag, aber man kann das ruhig runtersetzen, wenn man selber jetzt nicht so viel Geld hat oder nicht so viel podcastet. Ich überlege auch nochmal, ob man das pausieren kann für ein paar Monate oder so, wenn man jetzt gar nicht oder eine Sommerpause macht. Ich meine, hatten wir ja auch schon, dass der ein oder andere Podcast eine längere Sommerpause macht. Also deswegen auch dieses Monatliche, damit man sich da auch wirklich dann flexibel entscheiden kann. Also mir war auch sehr wichtig, ein flexibles System zu haben, weil ich auch schon über die Jahre halt verschiedenste Anforderungen gehört habe. Ich möchte das gerne mit meinem Arbeitgeber abrechnen. Der möchte eine große Rechnung einmal im Jahr und nicht monatlich oder über Kreditkarte. Das irgendwie, das ist halt schwierig. Und deswegen dieses Guthabensystem bietet halt diese Möglichkeit, dass man das halt eigentlich so flexibel für alle gestalten kann. Okay, das ist so mehr die Macke, nicht Marketing, ja doch Marketingseite. Hat es denn auch technisch irgendeine Auskunft gegeben? Machst du demnächst 5G oder sowas? Ja, also, ja, Infrastruktur ist ein großes Thema. Ich glaube, dafür müssten wir andere Budgets aufwahren. Aber die Standalone-Version wird jetzt komfortabler. Also ich habe da nochmal Arbeit reingesteckt, quasi unabgesprochen mit dem Ralf. Die sind auch gerade mit Ultraschall dabei, sehr viel Usability und halt auch Onboarding einzubauen. Das ist jetzt bei mir auch drin gewesen. Fand ich sehr süß dadurch, dass, also Ralf hatte einen Vortrag vor mir und so konnte ich da nahtlos quasi ansetzen. Sehr gut, sehr schön, ja. Okay, dann warten wir mal, was sich da so auch technisch entwickelt. Genau. Du hast gerade ein Wort in die Runde geschmissen, die Demo. Ja. Was war denn da los? Lars, du warst vor Ort. Kannst du uns ein bisschen erzählen zum Inhalt, zum
zur Bedeutung und zum, was du erlebt hast. Ja, ich will da gar nicht so wahnsinnig tief rein, aber also mir tat es eher für die Vortragenden hier leid, dass das jetzt so parallel gelaufen ist, aber so meine persönliche Geschichte ist, ich wohne eben in der Pampa. Und immer wenn eine wichtige Demo ist, ist die immer weit weg. Also egal wo das ist, von mir aus ist immer weit. So, und als ich dann gehört habe, dass parallel zu Subscribe diese Demo zu dem Thema, ich sag da gleich noch was zu, eben hier stattfindet, da war es ganz klar, jetzt bin ich mal nah dran, dann gehe ich da auch hin. Auch wenn ich dadurch ein paar Talks, die ich tatsächlich wirklich gern gehört hätte, eben versäumt habe. Ich habe mir das ein bisschen schön geredet, eben durch die Mitschnitte. Ich bin ganz verwundert. Es werden plötzlich bunte Lampen aufgestellt, damit es hier noch ein bisschen gemütlicher ist. Genau. Wir haben gestern Abend, hat sich der Stefan Schulz ein bisschen beschwert. Es sollte noch ein bisschen gemütlicher werden und die Leute seien was anderes gewohnt von anderen Veranstaltungen. Und der Deutschlandfunk nimmt sich solcher Kritik natürlich gerne an. Und hat das heute Equipment im Schrank, im Archiv. Und dann wird das kurz gemacht. Apropos Equipment, ich bin gleich wieder da. Ja? Ich habe meine Kamera im Saal liegen lassen, bin gleich wieder da. Ah, okay, ich dachte, du wolltest was zu essen holen. Wir arbeiten nämlich gerade gegen die Essensausgabe an, sozusagen. Das ist natürlich sehr schick, die sind akkubetrieben. Ja, ja. Also er muss noch nicht mal Verkabelung legen. Ich kenne eine Veranstaltung im Juni, die sowas wahrscheinlich auch bekommt. Ah. Verstehe. So, also ich feiere das gerade sehr. Demo, ich hatte also die Gelegenheit mal hinzufahren, weil es mal nahe dran war. Es geht um die EU-Urheberrechtsreform. Da gibt es einige Artikel drin, die also hoch umstritten sind. Artikel 11 und 13 werden am häufigsten genannt. Auch 12 ist auch nicht unproblematisch. Also genannt wird aber im Moment am häufigsten Artikel Nummer 13. Auch wenn das Thema Upload-Filter da eben jetzt nicht deutlich drinsteht, sind Upload-Filter also aus dem Text fast unausweichlich, weil die Anbieter sonst kaum was dagegen machen können. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig jetzt wiedergebe, aber es geht eben darum, dass die Verantwortung für Inhalte im Internet mit auf das Hosting mit übertragen wird. Zum Beispiel eben, nehmen wir das häufige Beispiel YouTube. YouTube wird verantwortlich dafür gemacht, dass irgendjemand dort irgendetwas hochgeladen hat. Also nicht nur der Mensch, der es hochgeladen hat, sondern auch YouTube selber. So, und weil da pro Sekunde hunderte von Stunden an Material, ich weiß gar nicht wie viel, laufen da hoch, ist das also eine Sache, die nicht durch manuelle Kontrollen in irgendeiner Weise nachgehalten werden können. Und da ist es eben so, dass man zu Techniken greifen muss, um diesem Artikel Folgen leisten zu können. Und das bedeutet in der Konsequenz, auch wenn die Politik das vehement natürlich bestreitet, es bedeutet, dass so etwas wie Upload-Filter kommen wird. Und dass diese Verlagerung der Verantwortlichkeit zu den Hostern hin sorgt also an der Stelle für ein offenes Ende an Problemen und dafür waren wir auf der Straße. Oder also, dagegen. Also eine gewisse Verantwortlichkeit haben Sie Hoster ja, glaube ich, heute auch schon, sobald Sie Kenntnis von illegalen... Es geht darum, dass Sie einmal diese Kenntnis kriegen müssen und nach der Änderung müssen sie von sich aus tätig werden und das ist eben ein Riesenunterschied und das eine, der Aufwand, den du hast, jemand sagt dir Bescheid, dass da muss weg oder du musst alles scannen, was kommt, scannen, man merkt schon meine Wortwahl, ich falle automatisch in die Upload-Filter-Thematik rein, weil es wird nicht anders gehen. Ja. So, und eben diese Technik, die ist ja auch hochkomplex, die ist fehlerhaft. Es gibt eben Dinge, Beispiele, dass zum Beispiel ein Beispiel wird genannt, bei RTL ist eine Gruppe aufgetreten mit einem eigenen Song, soweit ich weiß, das ein Lied war und die haben es selber dann nochmal hochgeladen, ihr eigenes Werk und sind dann eben geblockt worden im Prinzip von YouTube, angemahnt worden im Prinzip, von wegen, ihr habt das Urheberrecht von RTL verletzt, weil es war in einer RTL-Sendung enthalten, die natürlich durch deren Content-ID-Systeme und so weiter erfasst worden ist. Und an der Stelle merkt man, da wird derjenige bestraft, dem es selbst gehört. Und man kann an der Stelle nicht sagen, das sei eine zuverlässige Technik, das ist sie nicht. Schwer zu verstehen, warum das eine zuverlässige Technik ist. Es ist ja nicht vorgeschrieben, das ist ja, glaube ich, das Standardargument, das Wort steht da gar nicht drin, aber ich habe in einem Podcast gehört, Sascha Lobo soll das so schön auf den Punkt gebracht haben, es wird nicht vorgeschrieben, mit dem Flugzeug zu fliegen
aber Sie müssen innerhalb von 4 Stunden in Amerika sein oder irgendwie sowas, ne? Sinngemäß. Dankeschön. Danke. Wir bekommen hier gerade einen Kölsch gereicht. Super. Ich habe da unten also, noch ein Wasser, falls mir das jemand reichen könnte. Da direkt Wasser. In der Ecke. Ja. Ob ich dir das Wasser reichen kann, so. Weiß ich nicht, Lars. Ich habe da so meine Zweifel. Ganz schwierig. Ich danke euch. So. Jetzt habe ich dir das halbe gegeben. Das ist natürlich auch unfair. Jetzt habe ich meine Kamera wieder und habe ich gedacht, bring dir einen. Das ist sehr gut, weil mehr vertrage ich ohnehin nicht. Dann sicher ich dir gleich. Oh, dann kriegst du doch ein ganzes. Okay, dann, dann erstmal auf den Sendegarten. Ja. Auf den Sendegarten, auf den, danke für den Besuch. Gastgeber, danke. Auf den Ideengeber und auf die Orga. Und wir trinken jetzt erstmal. Prost. 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 Oh, ist kalt. Ein hörbarer Verzehr. Das ist aber lecker. Wieso schimpfen denn die Maler auf Kölsch? Kölsch vom Fass ist immer gut. Wenn es kalt ist, kann man nur empfehlen. Schmeckt ein bisschen anders, aber gar nicht schlecht. Bin überrascht. Positiv. Guck mal, habe ich was gelernt hier. Genau. Lars, was du gerade noch gar nicht verraten hast, ist, dass das nächste Problem ja ist, dass eigentlich nur große, amerikanische Online-Unternehmen in der Lage sind, solche Systeme zur Verfügung zu stellen, weil die einzigen sind, die die Ressourcen haben, das in absehbarer Zeit zu tun. Ja, damit machen wir uns abhängig von denen, wo wir eigentlich gerne unabhängig werden wollen. Das ist so ein bisschen der Schuss ins Knie, nicht? Nicht nur abhängig, sondern du machst eigentlich auch noch dir das nächste Problem auf, weil Upload, es reden jetzt alle von Uploads im Sinne von Videos, Fotos und so weiter, aber jedes einzelne Textposting ist ja letztendlich auch ein Upload, weil du kannst ja jederzeit jetzt Text, Copy und Paste machen und die Werke von irgendeinem Autor oder einer Autorin reinposten. Ja? Ich könnte die Tweets von Lars als meine ausgeben. Zum Beispiel. Nein, okay. Aber du könntest zum Beispiel auch Copy-Paste einfach den Text von, nimm mir mal gerade mal eine Autorin oder einen Autor. Hannah Arendt. Ja. Bertolt Brecht. Haben die noch Urheberrecht oder sind die schon 70 Jahre tot? Warte, nee, Bertolt Brecht ist noch keine 70 Jahre tot. Sascha Stanisic, Daniel Kehlmann, nimm dir den doch. Ja. Ist egal. Also du kannst halt einfach den Text von nehmen und hochladen irgendwo, ja? Auch als normalen Textpost. Das heißt, alles, was wir von uns geben online auf irgendwelchen Plattformen, die älter als 3 Jahre sind, ja, muss dann halt automatisch eben kontrolliert werden. Also automatisch steht nicht drin, dass es das muss, aber es muss kontrolliert werden. So. Und das sie werden es automatisch machen. Genau. Und dann hast du eben das Problem, dass du letztendlich den gesamten Plattform-Traffic, den wir halt so haben, ja, also nicht nur Facebook oder was auch immer, sondern halt auch kleinere Foren und so weiter, musst du dann halt einmal quasi über Server von Google oder Facebook drüber schieben. Und dann hast du nämlich das nächste Problem, und da sind wir jetzt gerade in dem Datenschutzthema drin. Ich wollte gerade sagen, Datenschutz, genau. Ja, darf ich das überhaupt? Das ist mal die nächste Sache, aber wir kommen da halt wirklich da rein mit, momentan gibt es halt noch dieses EU-US Privacy Shield, ja, das ist aber auch schon letztes Jahr angesägt worden von der EU-Kommission. Es gibt dann noch diese Standardvertragsklauseln, die sind aber auch schon auf dem Prüfstand. Und wenn die auch noch wegfallen und das Privacy Shield irgendwann fällt, was halt absehbar ist, was machen wir dann? Ja, und dann wird es auf einmal ganz, ganz schwierig. Und wenn du dann halt den gesamten EU-Internet-Traffic fast irgendwie über US-Server schiebst, beißt du dir halt irgendwo selbst ins Knie. Ja. Also, ja. Ja, und dass so etwas nicht funktioniert, ich glaube, es war damals bei DECSS oder war so, bei dem DVD-Kopierschutz war es, glaube ich, ne? Wo diese eine Sequenz von Bytes, wenn die irgendwo veröffentlicht waren, ist ja gleich Abmahnungen hagelte. Und das wurde auf eine Weise ja durchgeremixt und tauchte trotzdem im Netz auf. Und das ist eine Sache, die automatische Filtermechanismen auf keinen Fall erkennen. Das, was da passiert ist, das geht auch weiterhin. Und das ist nicht machbar. Ja. Das geht nicht. Ja. Wir können die allgemeine Entwicklung jetzt nicht hier im Sendegarten irgendwie abgreifen, aber euer unmittelbares Erlebnis würde ich gerne nochmal so... ihr seid mit einer Gruppe von 10 Leuten oder was? Dahin gefahren. Von hier sind mehrere Grüppchen rübergefahren. Ja. Wir haben uns dort drüben auch nicht gefunden. Es war tatsächlich sehr voll. Ja. Ich habe Zahlen gehört. Du warst auch vor Ort. Ach so, ich dachte, er wäre der einzige Zeuge. Nee. Augenzeuge, Ohrenzeuge, was auch immer. Also ich habe ja mir zur Gewohnheit gemacht, bei Demos eben zu sagen, ich nehme die Zahl, die der Veranstalter nennt, ich nehme die Zahl, die Polizei nennt und ziehe davon einfach den Durchschnitt und dann haben wir ungefähr die Zahl. Also ich hatte gesagt, dass wir locker 5-stellig waren.
Und ich habe jetzt gehört, dass die Veranstalter sagten 14.000. Ich weiß nicht, also es sind keine gesicherten Zahlen. Das habe ich heute irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Und die Polizei sagte 8.000. Da sind wir also locker im Schnitt über die fünfstellig drüber. Ich hätte kein Problem noch zu vermuten, das wären noch ein paar Tausender mehr gewesen, weil dieser Zug, der war wirklich ganz enorm lang. Also der Neumarkt hier in Köln, der war so voll. Wir haben die Reden da nicht verstehen können. Wir waren so weit weg von der Anlage. Und bis wir alleine hinten an dem Zug hinten dran waren und mit auf der Straße waren zum Laufen, haben wir ewig gewartet. Und der ganze Zug, der ging einmal um den Neumarkt so herum, verschwand hinter der Ecke. Und ich dachte, boah, also wirklich schöne Größenordnung, gute Stimmung. Und die letzte Demo, bei der ich war, da ging es ums Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die war so ein bisschen gekapert von Nebenthemen. Das habe ich hier gar nicht erlebt, sondern das war wirklich fokussiert auf das. Und war eine gute Stimmung. Hat podcast-technisch da irgendwas stattgefunden? Sind da irgendwelche Kolleginnen und Kollegen von hier mit Rekordern rumgelaufen? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt nur unsere eigene kleine Gruppe mit vier Personen, die wir rübergefahren waren, gesehen. Und wir hatten jetzt nichts aufgezeichnet. Also da wollte ich gerne bei der Demo auch mitleben. Ich habe ganz kurz was aufgenommen, als wir da dann beim Dom sind wir dann unter so einer Unterführung durch. In der Nähe vom Dom, ja, genau. Mhm. Und da war es so laut und es hat so geheilt und es haben natürlich alle gerade so in vollem Schwung dann auch skandiert. Und da habe ich mal kurz aufgenommen, aber halt auch nur mit dem Telefon, weil ich halt kein Aufnahmegerät, kein nix dabei hatte. Ich habe es noch nicht angehört, ob es völlig übersteuert ist oder irgendwie brauchbar, aber kann ich im Zweifelsfall sonst gerne so als Anschnitt hinten kurz zur Verfügung stellen. Oder kannst du ja mal an dein Mikrofon ranhalten, vielleicht können wir ja gleich hier hinten... Das weiß ich nicht, mal gucken, ob das funktioniert. Handgewebten Live-Eindruck mitnehmen. Handgewebter Live-Eindruck. Ob das bei der Atmo hier dann rüberkommt? Okay, wir sind keine Bots, das habe ich doch deutlich verstehen können. Ja. Genau, warte, ich habe da noch... Wir wollen keinen Artikel 13. Ah, okay, das ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Nee. Okay, das ist ein Nebenthema zur Subscribe 10. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Haus hier. Was ist denn hier heute besonders gewesen? Klaas, hast du irgendetwas heute an Vorträgen oder Diskussionen, Workshops erlebt, wo du sagst, oh, das ist aber wirklich mal ein Augenöffner gewesen oder irgendwie sowas? Ich muss sagen, dass alle Veranstaltungen, die ich besucht habe, würde ich weiterempfehlen, glaube ich. Soweit, ja. Also alles, was man sich auf YouTube halt noch angucken kann. Und Media.ccc.de. Und auch anhören kann als Podcast und so. Das ist ja Media.ccc. Da hast du komplett recht. Ist ja wirklich super hier, dass man alles mitschneiden kann, auch wenn man nicht vor Ort war. Und mich hat heute Morgen direkt einen Vortrag, also das war ein Panel, wo dann vor allen Dingen dann Frauen waren, wir Deutsche, People of Color, die einfach darüber berichtet haben, wie sie als Podcasterin wahrgenommen werden. Das war wieder so ein totaler Augenöffner für mich. Ne? Man ist so der weiße Mann, der so ohne Probleme durchs Leben läuft und dann berichten Frauen, ja, Rassismus findet bei mir so im Schnitt alle 2-3 Tage statt. Das ist immer wieder... Wo es halt auch schön ist, dass in Medienhäusern würden solche Podcasts gar nicht funktionieren. Also der Podcast da heißt zum Beispiel Rise and Shine, wo diese beiden Mädels mit vietnamesischen Eltern über ihre Probleme erzählen, im erzkonservativen Bayern groß geworden. Und da zeigt der Podcast halt so seine komplette Stärke, ne? Dass solchen Leuten auch eine Stimme gegeben wird. Ne? Und fand das auch gut, dass die dann hier im Deutschlandfunk auf der Bühne saßen und einfach auch sagen konnten, es gibt uns auch, ne? Und ihr könnt uns auch einladen, ne? Und es waren junge Frauen mit hochgebildet, die wirklich tolle Sachen da gesagt haben, wo ich wirklich, da war ich sehr beeindruckt, ne? Und dann waren halt auch die Medienhäuser hier, Spiegel, Zeit, wen habe ich noch vergessen? Spiegel, Zeit und SZ, die ja auch Podcasts machen. Das ist für mich als Radiomacher natürlich dann auch wieder spannend. So, was machen die denn da jetzt, ne? Ja. Warum machen die das? Ja, genau. Und wie gehen die das an? Naja, weil es halt erfolgreich sein kann. Ne? Und weil die eine Möglichkeit auch sehen, dass sie ihr Publikum damit anders erreichen, als sie das mit einer gedruckten Zeitung einfach können. Leserbriefe abdrucken kennen wir seit Jahrzehnten, bringt aber wenig Austausch. Ne? Und wenn du halt die Möglichkeit hast, einen Korrespondenten in Brasilien anzurufen und der erzählt dann, wie er
durch Zufall irgendwo hingekommen ist, um irgendeinen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten ans Mikrofon zu kriegen und über die Probleme seiner Arbeit berichtet, dann hat das für den Hörer, der ja auch Leser ist im besten Fall, aus Sicht der SZ in dem Fall, der kriegt dann halt die Möglichkeit, einen ganz anderen Eindruck zu bekommen. Ne? Ist auch wieder eine Bindung von den Leuten an die Medien, ne? Oder im Spiegelbereich zwei Kollegen, die halt aus dem Fernsehbereich kamen, kommen aus den USA, da war großer Wahlkampf, ne? Serial war gerade der große Hype und dann, no, jetzt macht ihr doch auch mal Stimmfang, gibt es jetzt 90 Folgen und dann kommt da so eine Zahl, ja, 2018 wurde der Stimmfang-Podcast 2,5 Millionen Mal irgendwie runtergeladen und dann sitzt du natürlich davor und denkst so, okay, das ist schon krass, ne? Das ist echt viel. Ne? Wir wissen alle bei Podcasts nicht so genau, wie das mit dem Zählen so ist, ist ja auch kein Geheimnis. Aber halt da noch die Eindrücke zu bekommen, wie die das so erleben, warum die das machen, das sind immer so für mich natürlich dann spannende Erfahrungen. Oder Christian Krasse von 4000 Hertz hat über Musik gesprochen, ne? Wo es dann auch darum ging, welche Probleme es so mit der GEMA geht und Rechte und wo du dann praktisch wieder so denkst, oh Gott, lieber keine Musik anfassen. Ja. To be safe. Wo er dann an, genau. Ne, und, aber war halt, ist halt spannend, wenn sich jemand so damit auseinandergesetzt hat mit der Thematik, dass man dann einfach auch von ihm dann so erzählt kriegt, das und das sind die Aufgaben, die man zu lösen hat, so und so kann man das angehen und das ist hier mal ein fertiges Projekt von mir. Hochspannend. Noch eine kurze Nachfrage, weil du ja der Radiomensch bist. Wenn jetzt Printmedien anfangen, Audio zu machen, ist das da nicht so eine völlige Verwässerung im Medienmarkt sozusagen? Also, kleine Anekdote, wo ich aufgewachsen bin in der Stadt, hat irgendwann mal eine Tchibo-Filiale angefangen, glaube ich, Schmuck zu verkaufen. Und dann hat der Optiker, der daneben war, der auch so Schmuck verkauft hat, hat dann irgendwann angefangen, Kaffee zu verkaufen. Weil er gesagt hat, wenn die anfangen, mein Geschäft zu machen, fange ich an, deren Geschäft zu machen. Und das war natürlich absurd irgendwie, beim Optiker da Kaffee im Regal zu finden. Aber das war so ein Augenöffner, wo ich denke, ja okay, wenn jetzt alle alles machen, dann geht ja auch irgendwas verloren sozusagen. Da macht irgendwie keiner mehr was Eigenes. Ja. War das auch ein Thema, was angesprochen wurde oder war das eher mehr so... Ja, die haben das von sich aus angesprochen, ja. Dass sie einfach gesagt haben, dass sie in ihren Häusern, also der, weiß jetzt leider den Namen von dem Mann, der das vorgetragen hat, jetzt nicht, der hat halt gesagt, naja, wenn wir Kollegen fragen, hier kommt mein Podcast, ne, und dann, oder wir treffen uns mal auf einen Kaffee und reden, dann sagen die, wo hast du dein Aufnahmegerät? Oder er sagt, wenn wir in den Aufzug steigen, dann verstummen die Gespräche, weil sie Angst haben, dass wir alles mitschneiden. Also da gibt es natürlich auch Berührungsängste dann von den Kollegen. Also mal ehrlich gesagt, wir reden im Podcast-Bereich ja nicht davon, dass jetzt 90% der Deutschen Podcasts hören würden. Und wir haben alle kein Monopol darauf. Und es gibt keinen Markt, glaube ich, der noch so wachsen kann wie der Podcast-Bereich. Und ich bin wirklich immer einer, der sagt, jeder, der einen Podcast machen möchte, der soll das auch tun. Das ist ja einfach auch was Schönes, dass jedem eine Stimme verliehen werden kann, auf relativ einfache Art und Weise. Natürlich gibt es Konkurrenzdenken. Natürlich denke ich, aus der Sportredaktion mal gesprochen, die machen jetzt auch einen Sport-Podcast, der wird immer montags aufgezeichnet. Und dann liest du irgendwo, ja, der ist so ganz toll, der Podcast. Und du denkst, ja, wir machen doch jeden Wochenende, machen wir doch zwei Sendungen, warum wird das denn nicht gelobt? So, ne? Klar hat man solche Gedanken auch. Auf der anderen Seite natürlich auch als Radiomacher, der Wert steigt doch. Also wenn man irgendwo anders nochmal Leute hat, die auch Audio-Leute suchen, ist doch auch gut. Und wie gesagt, der Markt ist noch so, da kann noch so viel wachsen. Ja. Ich bin echt kein Fan davon zu sagen, ihr macht nur Zeitung, ihr macht nur Radio und ihr macht nur Fernsehen, weil auch keiner ja weiß, wie wir in 30 Jahren Medien nutzen werden oder in 5. Also weiß ja keiner mehr. Ja. Aber zum Beispiel Frau Soff heute Morgen, die Führerin hier durch das Haus, die sagte, das ist das, was wir durch den Staatsvertrag dürfen und das ist das, was wir durch den Staatsvertrag nicht dürfen. Also für sie war dieser Rundfunkstaatsvertrag wirklich eine Maxime. Also danach wird sich orientiert, ganz klar. Der Deutschlandfunk muss sich natürlich auch daran halten. Ja. Wir dürfen nicht einfach Fernsehen machen. Ja. Also das ist ganz klar. Wir müssen immer alles hier im Haus, muss immer so laufen, dass das auch in unserem Auftrag drin steht. Und das ist auch okay so. Aber da kann man auch so ein bisschen, sagen wir mal... Ja, die Grenzen verschieben sich ja natürlich. Ja, wir wissen, die Digitalisierung verändert alles. Ja. Und wir wissen ja auch nicht, ob so lineare Radiostationen, wie es das noch geben wird. Also ich kann mir halt zum Beispiel vorstellen, dass Radionachrichten nicht mehr alle Stunde gesprochen werden,
sondern dann fallen halt bestimmte Nachrichten raus und dann wird der nächste Slot dann reingepackt. Und jedes Mal, wenn du dein Smartphone nimmst und willst jetzt mal Nachrichten hören, dann kommt halt die aktuellste Version. Also dass diese Zeitschiene wird sich irgendwann, wird die sich auflösen, glaube ich. Aber ob das kommt, wie das kommt, ich bin total gespannt und bin total froh, dass wir in so einem Bereich arbeiten, wo wir halt noch ganz viele Möglichkeiten auch haben. Also ich sehe einfach auch, dass wir ganz viel Publikum erreichen mittlerweile, die wir früher einfach nicht erreicht hätten. Ja. Und ja, der Deutschlandfunk hat ja auch ein bestimmtes Standing für Informationsgehalt. Ich sage jetzt bewusst nicht Wahrheitsgehalt, ne, weil das wird einem auch direkt vorgehalten, aber hier arbeiten gute Journalisten und hier gibt es keinen, der anruft und sagt, ihr müsst das so und so berichten, sondern wir haben ein großes Korrespondentennetz, wir liefern gute Informationen und man muss halt immer wieder gucken, ob das die Leute dann noch so wollen, wie wir es jetzt machen oder ob man es irgendwann ändern muss. Und da sind solche Tage wie die Subscribe, ich sage es gerne nochmal, was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ne? Wir lernen alle voneinander. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel heute gelernt, dass der Verbreitungsweg des DLF wahrscheinlich das Netz ist. Also DAB Plus in allen Ehren, aber UKW wird es auch nicht mehr lange halten. Mittelwelle ist schon weg, zu meinem großen Bedauern, aber mir wurde erklärt, dass es auch da keine Freiheiten gab, sondern das war Auflage. Nimmt die Dinger von der Sendung, sonst gibt es kein Geld mehr. Da war die Frage, wenn die Sprecherin oder der Sprecher sagt, es ist 8 Uhr, piepst, ob dann bei mir auch 8 Uhr ist, wenn es nämlich über irgendein Internet geht. Das wissen wir ja, haben wir letztens noch mit der Raketenstart, ne? Du in Köln, ich bei Dortmund. Wir haben, also als meine Rakete noch lange auf dem Boden war, war deine schon abgeflogen. Ne? Ja, 5 bis 10 Sekunden hatten wir, glaube ich, Unterschied. So da hat uns der Herr Roth erklärt, dass die bekannten Laufzeiten, also es sind ja viele Unbekannte, aber die bekannten Laufzeiten werden ausgeglichen, indem das Signal hier entsprechend ein paar Millisekunden früher losgeschickt wird. Das ist wirklich irre. Ja, und zwar darauf, dass es bei UKW eben passt. Genau. Der Verbreitungsweg wäre eben zum Satelliten hoch, wieder runter, dann auf die Sendestation für UKW und da wäre es dann eben drauf getrimmt, dass es, wenn es darüber ausgestrahlt wird, dann ist, dass die Uhrzeit dann stimmt, aber über das, was im Netz passiert, man eben keinen Einfluss drauf nehmen kann und das wissen wir ja auch. Und dann ist doch das Schöne, wenn dann der Sprecher, die Sprecherin sagt, es ist 8 Uhr, dann weiß ich, okay, bei ihr ist es jetzt 8 Uhr. Ja. Ja, ich würde aber gerne vielleicht auch meine Punkte danach stellen. Ja, aber das sind ja auch so Sachen. Also ich finde zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich nutze gerne Navigationssysteme. Ja. Und mein Navigationssystem sagt mir mittlerweile, wo Stau ist. Ich brauche keine Verkehrsnachrichten mehr. Wissen wir, ob es in 5 Jahren noch Verkehrsnachrichten gibt? Nein, wissen wir nicht. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Da kann ja wieder mehr Zeit für anderes dann bei rauskommen, wo wir dann wieder mehr in Erzählstrukturen kommen. Schauen wir mal. Das ist witzig, das ist tatsächlich eine der wenigen letzten Anwendungen für UKW bei mir im Auto, dass ich tatsächlich diesen Verkehrsnachrichten-Modus einschalte bei längeren Fahrten. Ich habe dann Podcasts oder Musik laufen, aber falls über das UKW-Radio doch noch wieder eine Meldung kommt, wird das Laufende, was immer ich da laufen habe, von dem Gerät unterbrochen und ich höre die Verkehrsmeldung trotzdem, obwohl ich nicht Radio höre. Okay, dass es von Relevanz war, dass ich jetzt wirklich sage, das hat mein Navi noch nicht mitgekriegt oder so, das ist lange her. Aber tatsächlich habe ich noch so eine alte Gewohnheit, diesen Knopf dann noch zu drücken. Aber ehrlich gesagt, ja, es wird mir wahrscheinlich nicht groß fehlen, wenn das nicht mehr da ist. Und wenn UKW abgeschaltet wird, heute war dann gesagt wird, ja, dann kauft DAB-Empfänger. Habe ich aber auch. Also ich hör tatsächlich auch beim Autofahren noch Verkehrsnachrichten. Einfach deswegen, weil ich quasi Offline-Navigation verwende. Ja. Weil ich nämlich gar nicht will, dass irgendeine Firma mich trackt, wo ich gerade langfahre. Sorry. Da kommt die Datenschützerin ein bisschen durch, oder meine ich das nur? Ja, und dann kommt der Herr, der aus einer Nachbargemeinde immer nach Köln fahren muss und es gibt 3 unterschiedliche Strecken und ich will morgens wissen, mit welcher komme ich denn pünktlich zur Arbeit. Mhm. Das ist ja bester Weg. Ich habe übrigens, ich muss dazu sagen, mein Autoradio hat irgendwie, ich weiß nicht warum, den Anschluss zur Antenne verloren oder so. Ich kann kein UKW hören und fuhr letztens durch einen längeren Tunnel und da stand vorne am Eingang so und so Sender, Frequenz so und so einschalten, ne, für wichtige Durchsagen im Tunnel. Da habe ich gedacht, oh shit, kann ich jetzt nicht. Wie kriege ich denn raus, wenn jetzt hier irgendwas ist? Ne? Du wirst es feststellen, wenn du in dem Tunnel im Stau stehst. Ja, ich würde mich dann an dem Vorder- oder Hintermann oder Frau orientieren, aber es war so ein bisschen so, huiuiui, ich mache jetzt mal, ich,
Das war mutig hier. Was machen die eigentlich mit ihren Tunneln, wenn DAB da ist und UKW abgeschaltet ist und die Leute haben das alles gar nicht mehr? Hm. Stehen dann da, bauen die dann kleine DAB-Sender auf? Das ist aber dieselbe... Das geht auch. Lautsprecher. Ja. Aber das ist dieselbe Frage mit, was machen wir denn im Katastrophenfall? Weil momentan sind ja alle Leute noch quasi verpflichtet, so ein UKW-Radio zu Hause zu haben, so ein batteriebetriebenes eigentlich. Was? Ja? Wir sind dazu verpflichtet? Wir haben doch Nina und wie sie alle Katwan und wie sie alle heißen. Ja, nee, aber ernsthaft. Die mir gestern Abend hier in Köln sagte, dass bei mir zu Hause irgendwo eine Fabrik brennt und ich bitte die Fenster zumachen sollte. Die hat nicht verstanden, dass ich gar nicht da bin. Also wirklich. Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen alle jetzt nicht mehr unsere alten UKW-Radios, sondern jetzt müssen wir irgendwelche Digitalradios besorgen. Was machst du denn im Zweifelsfall, wenn jetzt tatsächlich der große Stromausfall kommt? Mhm. Wie kriegst du den Kram überhaupt rausgesendet? Ja, weil wenn du jetzt über UKW gehst, ja, guter klassischer Funk, da kriegst du ja schon doch die Info auf den Äther und die batteriebetriebenen Radios würden ihn auch noch auffangen können. Aber wie kriegst du den Kram überhaupt erstmal raus? Ja, klar. Bei digital, ja. Also wir hatten neulich den Fall, dass bei uns die Alarmsirenen losgingen und es war ein sehr langes Signal und ich dachte, okay, das ist nicht mehr normal. Erstmal alle Fenster geschlossen, weil wir haben auch so ein bisschen Chemieindustrie hier. Und dann guckte ich auf der Seite von der Feuerwehr, der örtlichen, und dann stand da, wenn dieses Signal kommt, und das war das, was kam, schalten Sie bitte WDR 2 ein. Habe ich WDR 2 eingeschaltet, da kam aber nichts. Ja? Schalten Sie das Radio ein. Wir sind das Radio. Das war wahrscheinlich der Ja, schade. Es war irgendein Test wahrscheinlich, ja. Aber man steht dann da und ja, das sind die neuen Herausforderungen. Bin gespannt. Die Situation hatte ich auch schon mal vor ein paar Monaten, wo ich auch gedacht habe, jetzt bin ich ratlos und jetzt würde ich mich gerne auf meinen regionalen Anbieter, Nachrichtenanbieter verlassen, aber da kam auch gar nichts. Mhm. Gar nichts. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Selbst auf dem Dudelfunk, den ich ja dann, also der stadtnah dann, aber kam auch nichts. Das hat mich sehr gewundert, das Ganze. War diese Sirene, war das kürzlich mal vormittags, gegen irgendwie mal 10:30 oder so? Das kommt hin. Ja, vor ein oder zwei Wochen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre länger her, aber... Okay, ja, ich glaube, ich habe den sogar auch gehört. Ja. Ja, war doch sogar jetzt wegen Sturm mal irgendwo Sirenenalarm. Da habe ich auch gedacht, wenn die Menschen da nicht wissen in der Stadt Krefeld oder wo das war, was sie jetzt eigentlich tun machen und sollen, also... Ist ja ganz nett, wenn die Behörde meint, wir müssen die Bevölkerung warnen, aber einfach ein Sirenenalarm ohne Erklärung, das sind wir ja nicht mehr gewöhnt eigentlich. Ich glaube, mehr als diesen 12 Uhr sonntags kennt ja, glaube ich, auch keiner mehr, oder? Also ich kenne das noch, als ich klein war, da gab es das tatsächlich noch irgendwie so zumindest einmal im Monat auch so das komplette Repertoire durch und die Oma wusste immer, welches war. Ja. Ja, aber ich glaube, heute kriegt das ja keine Sau mehr. Also ich wohne noch sehr ländlich, bei uns ist es üblich, jeden ersten Samstag im Monat ist... Gibt's immer noch. Gibt's noch Feuerwehralarm, Aber kennst du auch die Interpretation? Langer Ton, dreimal hintereinander? Ja, es ist relativ kurz. Also ich glaube, dreimal kurz hintereinander. Was bedeutet das? Das ist Probealarm. Ah, okay. Glaube ich. Aber ich will mich nicht festlegen. Also so nehme ich es wahr. Aber ich nehme es auch nicht so... Also man weiß, Moment, heute Samstag, 1. Ja, alles klar. Ja, gut. Dann Ich meine, ist ja... Also wir sind ja gesegnet, dass das für uns kein Thema ist. Ne? Die Generation vor uns, wie du sagst, die Oma wusste es, zwei Generationen vor uns, für die war das sozusagen derartig Alltag, für die war das notwendig zum Überleben, dass wir uns den Luxus leisten können zu sagen, ach, Sirenenalarm, Flieger, Bomben, solange ich lebe, hat es das nicht gegeben. Ja? Und wir denken, das ist so normal. Wir brauchen nur 70, 80 Jahre in die Vergangenheit zu schauen oder die Kampfmittelräumdienste mal zu begleiten, die heute immer noch die Bomben aus dem Boden holen, wo man dann auch sagt, meine Güte, der Zweite Weltkrieg in unseren Köpfen ist ja so lange weg und das ist alles so stabil, fühlt sich so wichtig, so richtig stabil an. Aber deswegen ist es ja gut, dass es Podcasts gibt, die über diese Zeit erzählen können. Zum Beispiel. Kann man viel lernen. Also mein Geschichtslehrer damals, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, der hat echt gesagt, wir leben in einer jetzt menschheitsgeschichtlich ungewöhnlich langen Zeit des Friedens. Mhm. Das ist so einer der Sätze, der sich bei mir echt eingebrannt hat, wo ich mir echt denke, so ja, das kann irgendwann auch relativ bald mal vorbei sein. Ja. Na, und wenn man sich jetzt so einmal in der Weltgeschichte umguckt und sich die ganze Zeit denkt so, Alter, wir sind echt nicht weit weg davon, dass irgendeiner von den Hanseln rundherum auf diesen roten Knopf drückt, ja. Muss ja nur einer von den Menschen, die jetzt gerade so an diversen Enden der Welt an der Macht sind, nur mal wieder einen hochroten Kopf kriegen und denken so, jetzt reicht's, Knopf. Oh.
Na, und dann, wer weiß, wo wir dann sind demnächst. Ja, wollen wir nicht drauf, denken sozusagen. Machen wir es lieber. Denk mal lieber nach vorne und positiv. Was ist denn morgen? Was habt ihr euch für morgen vorgenommen? Lars, was hast du denn morgen noch vor? Ist ja noch ein ganzer Tag Subscribe 10. Ja, ich habe tatsächlich auch wegen der, weil es jetzt nicht Berlin, sondern Köln ist, tatsächlich morgen mehr Zeit zu bleiben, als ich das in Berlin hatte damals. Die Münchner habe ich ja übersprungen. Weil die Fahrt einfach kürzer ist. Ja. Also ich komme von hier schneller nach Hause. Ich kann tatsächlich so 16:30 nachmittags so anpeilen. Das hätte ich in Berlin ja nie hingekriegt. Ich habe mir auch irgendwo einen Zettel gemacht, wo drauf steht, was ich mir morgen anhören wollte, weil ich heute tatsächlich nicht einen einzigen Talk gesehen habe. Und das fuchst mich jetzt im Nachhinein, aber... morgen nehme ich nochmal richtig Subscribe mit und dann werden wir noch hoffentlich beim nächsten Sendegarten auch noch was von ein bisschen quatschen. Ja, das denke ich schon, dass das noch nachwirkt, zumal ich auch von den Vorträgen gar nichts mitbekommen habe. Auch, also eigentlich habe ich von nichts irgendwas mitbekommen. Ich renne die ganze Zeit rum. Das war sehr, sehr süß. Gestern habe ich den ganzen Kram hier hingebracht und hat noch zu Sebastian gesagt, als er fragte, wollen wir nicht erst noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir aufbauen? Er hat gesagt, ja klar, wir schaffen das ja in einer Stunde, weil es ist wirklich überschaubar viel. Es sieht zwar ein bisschen viel aus, aber eigentlich ist es machbar. Aber das funktioniert nicht, wenn man alle 2 Minuten von irgendjemand freundlich angesprochen wird und dann in ein Gespräch verwickelt wird. Also es hat bis heute Mittag gedauert, bis der letzte Stecker gesteckt war. Das war wirklich faszinierend. Das war echt irre. Gut, dass er vorher was gegessen hat. Genau. Gut, dass er vorher was gegessen hat. Was ich aber noch erwähnen wollte beim Subscribe, es hat so einen ganz leicht kongressigen Touch bekommen. Hier und da hängen halt mal Zettel herum. So bei den WCs hingen also zum Beispiel Podcast-Lob. Das sah aus wie so eine kleine Anzeige, die man so an Laternenpfählen findet, wo man dann Telefonnummern abreißen kann. Und hier war das eben Podcast-Lob und unten auf den Abreißzettelchen stand drauf, du machst einen ganz tollen Podcast. jetzt gerade war also zumindest beim Herren-WC alles Lob vergeben. Jetzt müssen wir also wieder auf die Hörerinnen und Hörer zählen. Hier direkt neben uns steht ein Kühlschrank, wo Martin wohl einen Sendegartenzettel hingeklebt hat. Hier blüht unser Podcastland. Da hat jemand eine Podcast-Postkarte hingeklebt, wo drauf steht, alles Lüge. Und während wir hier gerade zu Gange waren, kam die nächste Postkarte vom Deutschlandfunk, wo alles in Ordnung draufsteht. Also das ist so diese kleine Zettel-Automatismen, die man beim Kongress auch wiederfindet. Also das freut mich sehr, dass dieses Feeling da ist. Sendegarten ist real. Ne? Das funktioniert aber auch tatsächlich. Und wir haben echt auch Überschneidungen. Also ich sehe immer wieder Leute mit irgendwelchen Kongress-T-Shirts hier. Und im Vorfeld wurde uns schon angeboten, sollen wir vielleicht gleich ein Engelsystem aufsetzen für die ganzen Helferinnen und Helfer? Das war so das ist jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Vielleicht können wir das dieses Jahr nochmal irgendwie mit, wir machen einen großen Helferplan an der Wand und Menschen können sich da einfach direkt eintragen. Das funktioniert ganz gut. Mal gucken. Es kann gerne bei diesem Kongress-Feeling bleiben. Ist schon ganz geil. Was hast du dir für morgen vorgenommen? Ich ahne es, einen Talk. Genau, das ist wahrscheinlich dann auch der einzige, den ich dann gesehen habe. Den du willst. Genau, ich verlasse mich da sehr aufs VOC, also das Video Operation Center vom CCC, dass ich mir dann halt noch ein ganzes Teil von den Sachen, die im Saal und im Workshop-Raum A stattgefunden haben, dass ich mir die dann hinterher noch anschauen kann. Mhm. Ja, nee, ansonsten, es war ja ständig immer irgendwas los, also ich laufe ja nun die ganze Zeit mit meinem Klemmbrett durch die Gegend. Das Klemmbrett ist gut, das ist sehr behörden-like. Eigentlich ist das nur mein zugeklappter Rechner und ich hoffe immer, dass ich ihn nicht aufmachen muss. Super. Sebastian, was hast du auf dem Programm für morgen? Für morgen Claudias Vortrag. Selber schuld. Ansonsten, nö, ich glaube, morgen habe ich mir sonst nicht mehr so viel vorgenommen. Also ich muss noch mal ins Programm gucken. Ich denke, da wird noch was sein, aber ansonsten wahrscheinlich noch sehr viele nette Gespräche wie heute schon. Also das wird wahrscheinlich auch wieder dominieren, weil das kann man nur vor Ort. Also wie Claudia schon sagte, ansonsten verlasse ich mich da auch aufs Sock und dann eine kleine Frage noch. Gegenüber von uns ist ja eine Löt- und Bastelecke gewesen. Ja. Hast du da mal so ein bisschen geguckt, was da mit der Technik so gezaubert wurde? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Nur aus dem Augenwinkel. Ja. Also ich war jetzt nicht aktiv beteiligt, aber also es wurde gelötet. Die habe ich schon da gesehen. Ja. Ne? Und, da war schon ein bisschen was los. Genau. Ja, also los war tatsächlich was, aber was genau sie gemacht haben, habe ich auch nicht gesehen. Und man muss dazu sagen, der Deutschlandfunk hat extra für den Lötbereich die Rauchmeldeanlage irgendwie frisiert. Ja.
sodass da jetzt nicht frisiert. Nein. Es gibt ein offizielles Prozedere. Oh. Man kann solche Sachen dann abschalten für bestimmte Zeiten, damit dann sowas auch gemacht werden kann. Weil, wenn wir das einfach so gemacht hätten und, also da wurde ja gar nicht so viel gelötet, das sind ja immer nur kleine Stellen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Yeah. Aber wenn es da wirklich eine Rauchentwicklung gegeben hätte und so ein Ding schlägt an, dann wird das ganze Haus hier automatisch geräumt. Also das ist wirklich kein Spaß dann. Ja, wir hatten irgendwann mal neulich hier so kaputte Rauchmelder und dann geht der Alarm los und dann heißt es halt raus. Auch wenn die Sendung läuft, ist der halt Schluss. Der interessante Part war dann, dass ihr hier nicht mehr weiter sendet, sondern irgendwie nach Berlin übergebt, den ganzen Sendebetrieb. Genau, noch, ne? Das ist dann so der Plan, damit der Sendebetrieb halt weiterläuft, wird dann von Berlin aus weitergesendet. Ja. Das heißt, sie schickt alle Manuskripte dann da... Ja, die Beiträge liegen ja oft vor schon und dann wird halt versucht, dass die das von da machen oder Nachrichten von da. Aber das, Gott sei Dank, ist das ja ein sehr seltener Fall. Wenn man Glück hat, läuft im nächsten Moment eine Vorproduktion, dann kannst du die halt abschießen sozusagen. Ja. Aber wenn es halt wirklich Live-Programm ist, dann gibt es halt zwischendurch mal ein bisschen Musik. Aber irgendwann... kommen wir dann wieder. Habt ihr da eigentlich so ein automatisches System, wenn, keine Ahnung, 20 Sekunden Stille ist, dass ein automatisches System reinspringt, das dann Musik spielt? Also das kenne ich von den freien Radios in Wien jetzt zum Beispiel. Ja, das machen freie Radios, weil sie keine Techniker da immer sitzen haben, glaube ich. Hier ja, aber was machst du, wenn dein Techniker gerade evakuiert wird? Ja, dann wird von außen, man kann von außen dann auf das System zugreifen und dann steuern. Also es gibt hier nicht so Notfallsysteme. Es gibt ja hier auch alte, neue Musik zum Beispiel, wo zwischendurch in Liedern auch mal längere Stille ist oder so, wenn dann irgendwelche Systeme anspringen würden, wäre schwierig. Nein, hier sitzt das hatte die BBC mal, die wollte eine Schweigeminute verschicken und dann hat die Havarieschaltung gesagt, oh, da ist nichts auf dem Sender, spielen wir mal den nächsten Marsch oder sowas. Ja, und dann kommt ein Lied, was so gar nicht passt. Genau. Ja. Ja. Und das Ganze halt, wenn du hier halt einfach gerade mal deine zwei Widerstände an ein Kabel lötest, damit du dein Dirk Stockmann Gedächtnis-Headset dazu bringst, dass es ordentlich klingt. Das ist dem Rauchmelder im Prinzip egal, warum er jetzt aus. Ja. Also es gibt hier natürlich auch Havariesysteme und die greifen dann auch in bestimmten Momenten, aber diese 20-Sekunden-Taktung, wie ich das auch noch vom Hochschulradio kenne, da war es dann immer so bei uns in Köln, da lief dann auf einmal so eine CD mit Musik und man hat dann immer erkannt an der Musik, die lief sonst nie im Radio, das waren so Karnevalslieder und so. Und dann wussten die Leute, die das gehört haben, oh, da läuft irgendwas falsch. Ja. Und dann konnten die Techniker von extern zugreifen und dann wieder das normale Programm anschubsen. Das war immer der Hinweis. Das war die CD mit dem Besten der 60er, 70er, 80er, 90er, der 2000er, 10er und der 20er. Und das war wirklich so ein kleiner Discman, der lag da irgendwo unten rum und er hat über Jahre funktioniert. Fand ich immer sehr faszinierend. Die einfachen Sachen, manchmal tun es sie. Manchmal tun sie es, genau. Wir hatten damals beim Bürgerfunk so ein bisschen, bei Sendelöchern hatten wir so ein bisschen Kopfkino und hatten überlegt, was könnte man mit so einem Sendeloch eigentlich veranstalten. Und hatten dann also so Konstrukte im Kopf, dass da etwas einspringt, das dann sagt, hier könnte Ihre Werbung stehen und solche Sachen. Und ja. Schön, schön. Okay, ich möchte die Runde gerne beschließen, aber nicht ohne unserem Gastgeber sozusagen, dem Klaas, nochmal das letzte Wort zu geben. Verbunden mit dem Dank schon mal dafür, dass du das hier angeleiert hast. Ja. Und natürlich auch der Claudia, den Dank fürs sich kümmern müssen. Ich bin da gar nicht die Einzige. Also ich möchte gerade gerne noch dazu sagen, wir sind 5 Leute in der Orga. Ja, also es ist neben dem, was hatte ich vorhin alles aufgezählt schon? Ich hatte den Tim schon genannt und ich hatte auf jeden Fall die Daniela genannt. Ja, wir haben noch die Jenny. Ah ja, genau. Stefan. Den Stefan, genau. Meine einer? Ja. Ralf natürlich, Claudia auch wenn sie ein bisschen im Verborgenen gewirkt haben. Ganz genau das. Und die Becky, die halt ganz heldenhaft den Twitter-Account mit betreut. Ja, okay. Also Dank an die alle. Genau. Ja, das ist ja das Schöne an so einer ehrenamtlichen Veranstaltung, kann keiner alleine, sondern wir machen das zusammen und da wurde auch dann viel diskutiert, wie wir es machen. Und im Moment habe ich das Gefühl, es läuft so ganz gut. Nicht alles wie geplant, aber das macht es auch irgendwie aus. Und ich bin aber auch ganz froh, dass ich hier nur... so eine Art vermittelnde Rolle habe und nicht in der Vollverantwortung stehe, weil sonst könnte ich hier gar nichts genießen. Von daher bin froh, dass das hier ist. Kann ich heute Abend in meinem eigenen Bett schlafen. Darf ich mir was wünschen von dir, Klaas? Ja, bitte. Könntest du mit deiner Chefin, der das schmackhaft gemacht hast und die gesagt hat, ach, das machen wir doch, könntest du mit der mal einen kurzen Podcast machen? Ich würde gerne mal sozusagen die Sicht der Entscheidungsträgerin hören. Ja, das können wir probieren. Die ist nur gerade, das weiß ich jetzt, die ist gerade in Urlaub. Das macht ja nicht. Die jetzt gerade wieder. Jetzt gerade gefahren. Ja, oder per Studiolink. ich kann da, also vermitteln kann ich auf jeden Fall. Machst das Gespräch immer selber.
Ein Wort. Okay. Ja. Alles klar. Wir werden uns drum kümmern. Also, Dankeschön euch. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für das Mitsprechen hier. Und gerne. Wir gehen jetzt mal und versuchen noch irgendwas vom Abendessen abzukriegen. Aber es sieht schon so aus, als wenn die Töpfe schon fast leer wären. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass da überhaupt noch was ist. Zumindest da hinten sehe ich nur noch Getränke stehen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Schauen wir mal. 5 Bier alles sind auch klar. Ein Schnitzel. Dankeschön fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.